hatte ausdrücklich gesagt, dass Sie Ihre Revolver sofort danach in den East River werfen sollten. Ich benachrichtigte Bender, dass er Vito Genovese bestellen könnte. Gene Giannini würde ihm bei der Rauschgiftbehörde keinen Ärger mehr machen. Lucky Luciano hätte keinen Grund mehr zur Sorge. Spitze des stark aufgelockerten Feldes biegt soeben in die Zielgerade ein. Sieger wurde auf Platz 1 Liselta, auf Platz 2 landete Inferno, den dritten Platz belegte Dunja. Die Reihen von letzten Rennen des heutigen Tages laufen Start Nummer 2, Denno unter Jockey Bolo Bolo. Nummer 3, Luisa unter Matteucci. Nummer 4, Rena unter Jockey Porfido. Die Pause im Rennprogramm dauert noch circa 20 Minuten. Wollen Sie ein Spiel mit mir machen? Danke, aber ich spiele lieber allein. Nein, nicht! Wenn Sie erlauben, nur ein Wort. Aber was? Paris, Interpol-Zentrale. Ich werde Ihnen sagen, was Lucky Luciano auf der Rennbahn von Anliano bei Neapel getan hat. Das ist sein Büro. Verstehen Sie jetzt? Der Rauschgiftmarkt wird von ihm von da aus gesteuert. Lucky ist der Kopf. Der König, der auf dem Thron sitzt. Die Großabnehmer aus New York nehmen direkt auf der Rennbahn von Neapel Kontakt mit ihm auf.